Moin Moin und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute in dem Video zeigen, wie man Highlights hier unten anlegen kann. Und zwar so, dass kein Name darunter steht, keine Bezeichnung. Das Feld soll einfach leer sein. Wenn man das ja sonst macht, nichts eingibt, dann steht automatisch Highlights drunter. Und das Ganze wollen wir nicht. Ich zeige euch jetzt, wie es geht. Wenn euch das gefällt, lasst an der Stelle gern schon mal einen Daumen nach oben da. Und vergesst auch nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren für viele weitere, ja, sinnvolle und wichtige Tipps rund um Social Media, Instagram, TikTok etc. Es geht los, wir nehmen entweder eine Story, die wir gerade hochgeladen haben oder eine, die wir noch hochladen, das ist egal. Ihr könnt aber auch eine aus dem Archiv nehmen, das mache ich jetzt hier in meinem Fall einmal. Ich nehme eine etwas ältere hier, die, sagen wir mal, ich nehme diese hier und die möchte ich jetzt ins Highlight bringen. Dann klicke ich hier auf Highlights drauf, entweder jetzt hinzufügen, aber das wollen wir ja nicht, also machen wir neu. Und jetzt müsste ich hier entweder einen Namen eingeben oder ich klicke gleich auf Hinzufügen. Dann steht aber da, so wie jetzt, Highlights. Das wollen wir nicht. Und ich habe ein sogenanntes Leerzeichen, ein Ghost-Zeichen. Und das müssen wir jetzt hier einmal reinkopieren. Ich mache das einmal. Da haben wir es jetzt. Das Ghost-Zeichen und das Leerzeichen habe ich euch unten in meiner Videobeschreibung verlinkt. Schaut dazu einfach mal unter dem Video in meine Videobeschreibung und zwischen den Gänsefüßezeichen, dort ist dieses Leerzeichen, das kopiert ihr. Bitte die Gänsefüßezeichen nicht mitkopieren, das ist ganz wichtig, sonst geht es nicht. Wir klicken jetzt hier einmal auf Hinzufügen und jetzt dauert es einen kleinen Augenblick, wir haben es hinzugefügt und jetzt gehen wir mal hier wieder zurück und da könnt ihr sehen, jetzt steht kein Name, keine Bezeichnung unter den Highlights, so funktioniert das. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch weitergeholfen. Wenn ja, folgt mir gern hier auf Instagram, lasst einen Daumen nach oben da und folgt mir auch auf YouTube. Und dann sehen wir uns auch bald wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.